Mir wird hier langsam ungemütlich. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und wir befinden uns heute im Bleasdale Farmhouse. Profi-Modus, denn ich möchte euch hier etwas zeigen. Dafür ist irrelevant, in welchem Modus wir sind, denn ich werde so häufig gefragt, ob es dann irgendwelche Stealthboards, irgendwelche Versteckmöglichkeiten in den Farmhäusern gibt. Bleasdale hat nun einen. Und das werden wir uns heute anschauen. Wir jagen Elizabeth oder Elizabeth Harris. Wir müssen im Bereich räuchern, Zeugen, Bewegungssensor. Nimm dich mit, dich mit, dich mit. Let's go. Breitgar ist unter der Treppe. Wir gehen trotzdem hinten rein. Einfach nur damit wir... Meine Güte, ist es laut. Wir hören uns gleich wieder, wenn ich im Haus bin, würde ich mal sagen. Aber ich mag diesen Heavy Rain. Und weil ich halt direkt mal an das Spiel denke. Heavy Rain. Bewundert. So, wir sind drin. Okay, entspann dich, Kollege. Okay, wir suchen natürlich erstmal nach den Knochen. Aber ja, dieser Salesport befindet sich oben im ersten Stock hinter der Stehlampe und deswegen Grüße an Fine Fienchen und an Miss Melody, die mich darauf hingewiesen haben, beziehungsweise mir diesen Salesport näher gebracht haben. Das war gestern im Stream. Das fand ich eigentlich sehr, sehr geil. Habe ich auch natürlich selber nochmal getestet. Ich habe es bis jetzt noch nicht bei krabbelnden Geistern testen können, aber bei stehenden Geistern funktioniert dieser Salesport. Wie lange ist fragwürdig, aber wir hoffen jetzt natürlich mal so lange, wie es geht. Denn nun wieder kann einem der schon mal den Arsch retten. Wobei man sagen muss, der ist an einer Stelle da, wo man jetzt nicht so schnell oder nicht so leicht hinläuft. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass der Geist hinter einem Spawn, sprich zwischen dir und dem Salesport. Das ist gar nicht mal so einfach, da hinzukommen. Aber natürlich dachte ich mir, gut, er funktioniert, muss ich euch natürlich gleich mal zeigen. Denn ja, es gibt schon sehr, sehr viele, die mich gefragt haben, hey, gibt's einen Salesport? No. Die Voodoo-Puppe liegt normalerweise da. Das ist sehr verdächtig. Es könnte auf jeden Fall darauf deuten, dass ein Geisterraum ist hier. Aha. Was machst du da? Okay. Hier unten, der Geisterraum ist eigentlich relativ geil. Jetzt wieder so scheiß drauf. Aber es gefällt mir eigentlich. Da unten den Geisterraum finde ich super, denn da können wir direkt nach oben laufen. Top. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen lauter zu reden. Warte, dich will ich, aber dich will ich nicht. Ich will erstmal dich. Okay, dann gehen wir jetzt wieder rein. Ich kriege eine Gänsehaut bei dem ganzen Regen. Ich liebe Regen. Ich liebe im Regen spazieren gehen oder allgemein draußen sein. Liebe ich. Außer man muss irgendwie arbeiten oder sowas. Dann natürlich nicht. Aber dann nass in die Arbeit kommen, ein bisschen ätzend. Habe ich jetzt eigentlich die gute Puppe fotografiert am Schrank? Ja, habe ich. 7-1. Die 7, okay. Er ist hier. Ich beginne so. Wobei, er ist nicht wirklich hier. Er belegt noch hier zu sein. Ah, ha, da draußen war ein Gegenstand. Wo? Wo? Ah, ha. Echt hier? Schau mal, was sagt das Thermometer bezogen darauf? Ich finde das Thermometer, hey, das Thermometer halt sehr, sehr gut, weil dann kann man relativ schnell ausklammern. Roaming oder Geisterraum. Beispiel hier, wir haben hier nichts. Wir haben hier 12 Grad. Das hier war einfach nur Roaming. Er ist halt da vorbeigegangen, ist am Tisch hängen geblieben und hat irgendwas runtergeworfen. Das ist ganz normal. Das kann man ja vorkommen. Aber jetzt gehen wir natürlich erstmal nach oben und schauen uns mal den Spot an. Der eine oder andere wird diesen Spot bereits kennen. Ich habe ihn gestern kennengelernt. Ich finde ihn mega. Dieser Spot ist, oh, diese Lampe hier. Ja, man kommt hier so nicht dahinter, außer wenn man croucht. Dann kann man hier die Lampe gehen. Und mir ist aufgefallen, die Geister, wenn die dann zu ihm wollen, die gehen hier ins Badezimmer und versuchen durch die Wand ranzukommen. Aber es ist halt, es geht halt durch die Wand nicht. Deswegen, den werden wir uns anschauen. Da werden wir uns verstecken. Den werde ich euch zeigen. Aber jetzt muss man natürlich erstmal herausfinden, womit wir es eigentlich zu tun haben. Okay. Wir haben bis jetzt noch keinen wirklichen Beweis. Ich glaube, ich habe gerade einen Gegenstand gehört, als ich rausgegangen bin, aber können wir gleich auf dem Board schauen. Ob wir irgendwas Richtung 5 haben. Ne, 3 und 1. Das ist kein 5er. Oh, nächsten Gegenstände. Und Mensch, man kann hier auch richtig gut im Profi für Alphorn trainieren. Das macht auch Spaß, denn in den Farmhäusern hat man relativ viele Voodoo-Puppen, also relativ gut cashed, damit man kann. In der hier hat man 1, 2 und oben noch eine dritte.
Also richtig geil, schon mal eine geile Basis. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Das Wasser ist an und das gefällt mir gar nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Bist du wütend? Wo bist du? Ah, okay. Warte mal, das Waschbecken daneben ist an, obwohl er hier in der Küche ist. Kollege, das mit dem wechselnden Geisterraum hast du nicht verstanden. Nicht 24/7 bitte. Was geht denn ab bei dir? Was ist denn los mit dir? Hauptsache, er hat hier angefangen und arbeitet sich jetzt darüber. Okay, dann schauen wir nochmal. Wo ist Geisterraum? Geisterraum nicht mehr hier. Ich weiß, er hat mit der Box geredet. Aber ich vertraue trotzdem der Box nicht. So, hier hat er mit der Box geredet. Hier liegt ein Gegenstand am Boden. Beweismittel Nummer 1. Check. Okay, es ist wirklich hier. Und jetzt müssen wir nur noch die Tür zu machen, damit wir auch safe unser Finger kriegen. Aber, Beweis Nummer 1, die Box. Check. Man muss sagen, wenn man jetzt in das Büchlein schaut, mit den ganzen Geistern und so, mit diesen vielen Beweisen, man hat langsam das Gefühl, oder man merkt, wie viele Spiele eigentlich hier zusammenkommen in Phasmo. Weil das zum Beispiel erinnert an Obsidian. Dann gibt es zum Beispiel Parallelen zu GHC. Also es ist echt interessant. Okay, eine Tür hätte mir gereicht. Warte. Die Tür? Sicher die Tür? Okay, ich sehe sonst keine andere Tür. Also es wird schon die Tür gewesen sein. Warte, war das hier gerade Freezing? Oder haben wir... Oder hatten wir einfach nur einen Hauch hinter uns? Haben wir jetzt Freezing? Yep, wir haben Freezing. Okay, Zwillinge oder andere. Das habe ich gesehen. Entspann dich. Warte mal, was brauchen wir denn eigentlich noch? Yep, ich bräuchte mir noch und dich noch. Also du weg, du weg und du weg. Okay. Ja, wo ist mein Eme? Wo habe ich ein Eme? Hä? Hallo, wo ist mein EMF hin? Er rastet hier komplett aus mit den ganzen Gegenständen. Ich finde mein EMF gerade nicht. Mein EMF? Du bist nicht. Okay. Also die... bin ein bisschen durch. Na toll, jetzt bin ich hier und es ist nichts hier. Echt jetzt? Dreier. Dreier hilft mir nicht weiter. Okay. Also relativ entspannt eigentlich. Gut, wir müssen halt jetzt hier sehr, sehr viel mit der Videocam richten. Bezogen auf den Orb anschauen. Aber nice, finde ich cool. Also es geht relativ zügig. Zwei Geister oder Zwillinge ist natürlich ein bisschen tricky in den Safe Spot. Dann kann natürlich auch sein, dass einer der Zwillinge unten ist, der andere ist oben. Hoffe ich jetzt mal nicht, aber wäre durchaus möglich. Aber wie häufig wollten wir schon einen Safe Spot in den Farmhäusern haben? Alles klar. Sie lacht mich aus. Okay. Wo bist du? Was bist du? Ah, ich will es gar nicht wissen. Okay, und jetzt hier runter. Bupp. Wir lassen die Taschenlampe an. Wir beten sie. Wir haben jetzt nicht gesehen, was es ist, aber ihr hört das. Sie ist rechts neben uns. Sie ist, um genau zu sein, da drin. Bupp. Und hier kann nichts passieren. Das Problem ist... Okay, die lachen ist glücklich. Das Problem ist jetzt, ich habe eben noch keine krabbelnden Geister hier reingetestet. Es könnte auch sein, dass bei krabbelnden Geistern nicht funktioniert, weil die da unten reinkommen. Irgendwie Hitbox-mäßig oder sowas, keine Ahnung. Aber, ihr habt das gesehen, es funktioniert. Nice one. Okay, dann würde ich sagen, jetzt können wir auch langsam, aber sicher den Geist erkennen, oder? Mir wird hier langsam ungemütlich. Falls sich jemand gefragt hat, was das ist dieser Hauch. Oder ist es der Geist vielleicht, der jetzt nach oben gegangen ist und oben jetzt den Geist darum hat? Ah ja, hier ist unser Ort, by the way. Jetzt muss ich seine DP nehmen. Jetzt muss ich seine DP nehmen und mal schnell mit dem Thermometer schauen, ob der Geist jetzt oben ist. Weil es könnte sein, dass das, was wir gesehen haben, der Geist ist, der den Geist darum wechselt. Ich glaube zwar nicht. Das war eigentlich ein Hauch, aber ein Hauch fliegt eigentlich straight. Und der ist die Treppe hochgegangen. Okay, das war jetzt...
Krass. Hätte ich schneller reagiert, wäre ich dem hinterhergegangen. Hätte ich schneller reagiert, wäre ich dem hinterher, aber. Wie das Ding. Vielleicht sehen wir sie irgendwo nochmal. Nee. Dann schauen wir mal. Okay, ihr habt es gesehen. Geisterraum oder der Safe Spot hier oben funktioniert. Könnt ihr gerne natürlich auch mal testen. Es ist ein bisschen tricky, da ranzukommen. Es ist nicht so einfach, wie jetzt einfach, haben wir aber unten hinter der Tür fertig. Also man muss schon hier hochlaufen, man braucht ein bisschen Zeit. Und vor allem gerade, wenn der Geist hier oben ist und hier gibt es verdammt viele Räume. Dann ist es teilweise ein bisschen tricky, da hinzukommen. Aber dann hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal nach hinten die Spinde, die sind ein relativ gutes Versteck. Und dann eben nach oben hinter die Lampe. Ja, das wird wahrscheinlich auch wieder rausgepatcht werden. Das können wir schon. Oder selbst wenn sie nicht rauspatchen können, wenn sie einen Gegenstand davor stellen. Das haben sie bei den anderen Sales-Bots auch gemacht. Aber alles in allem eigentlich ganz cool. Ich frage mich nur, was das war. Aber ihr habt es gesehen. Wir haben den Geist erkannt. Onryo, nice one. Ich hätte auch gerne die Zwillinge gehabt. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Hätte ich gefeiert. Aber Onryo bin ich happy. Eigentlich wollte ich euch noch schnell den Safe-Spot zeigen, deswegen, Ladies and Gentlemen, wir düsen ab. Wir schauen jetzt mal, wie viel Cash wir noch kriegen. Wir haben jetzt einfach nur die Püppchen und das war's an Fotos. Sollten vielleicht $10 sein. Ja, aber $10 sind leicht verdientes Geld. Gerade jetzt im Profi-Albtraum. Easy. Hier sogar $20. Nice one. Ich habe mich jetzt eigentlich um die Quest gekümmert. Ich war halt so abgelenkt von dieser Wolke, die dann nach oben gegangen ist. Ich war halt leider raus, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.